Nach der Promotion eigenständig forschen, das ist für viele eine spannende Option und mit zusätzlichen finanziellen Mitteln durchaus realisierbar. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert innovative Forschungsvorhaben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können jederzeit und egal zu welchem Thema einen Förderantrag stellen. Das will auch Dr. Elena Fuchs. Sie hat vor 2 Jahren promoviert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universität. Elena hat während ihrer Forschungsarbeiten eine spannende Entdeckung gemacht und möchte ihren Ansatz vertiefen. Für einen Förderantrag muss Dr. Fuchs genau planen, was sie für ihre Forschung braucht. Zum Beispiel Personal, wissenschaftliche Geräte oder ob bei ihrem Projekt Reisen nötig sein werden. Mit ihrem detailliert ausgearbeiteten Projektplan kann die Wissenschaftlerin jetzt einen Antrag auf Fördermittel bei der DFG stellen. Welche Unterlagen sie zusätzlich benötigt, hat Elena auf der DFG-Internetseite gelesen und macht sich gut vorbereitet an die Arbeit. Sie weiß, wenn sich ihr Antrag im Vergleich zu anderen durchsetzen soll, muss ihr Vorhaben originell und überzeugend sein. Elena registriert sich im DFG-Antragsportal ELAN. Danach macht sie alle Angaben rund um das geplante Projekt und lädt die Unterlagen hoch. Der Antrag ist gestellt. Jetzt beginnt ein mehrstufiger Prozess, der darüber entscheidet, ob Elena die Fördermittel bekommt, die sie für das Projekt benötigt und beantragt hat. In der DFG-Geschäftsstelle in Bonn wird der Antrag dem zuständigen Fachreferat zugeordnet. Zunächst wird geprüft, ob alle formalen Kriterien erfüllt sind oder ob noch Angaben fehlen. Elena erhält eine E-Mail, in der ihr alle wichtigen Informationen und ihre Ansprechpersonen bei der DFG mitgeteilt werden. Elenas zuständiger Referent oder zuständige Referentin sucht weltweit nach den fachlich passendsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die den Antrag aus ihrer Sicht bewerten sollen. Je Antrag werden in der Regel 2 Gutachtende ausgewählt. Wichtig ist, die ausgewählten Personen dürfen keinesfalls befangen sein, etwa weil sie mit Elena in der jüngeren Vergangenheit zusammengearbeitet haben, eine enge private Verbindung zu ihr besteht oder weil sie selbst Interesse an dem Forschungsansatz haben könnten. Wer ihre Projektidee begutachten wird, erfährt Elena nicht. Sind die richtigen Personen für die Begutachtung gefunden, erstellen diese unabhängig voneinander ihre Gutachten und beschreiben, wie sie das Vorhaben von Elena Fuchs aus wissenschaftlicher Sicht beurteilen. Dabei prüfen die Gutachtenden den Antrag insbesondere auf seine wissenschaftliche Qualität, Originalität und Methodik. Danach berät das zuständige DFG-Fachkollegium über den Antrag. Die Fachkollegien werden alle 4 Jahre von der wissenschaftlichen Community selbst gewählt. Sie bewerten die Anträge entweder im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen von Sitzungen, die mehrmals pro Jahr stattfinden. Alle aktuellen Anträge des Bereichs werden verglichen und es wird ein Entscheidungsvorschlag für den Hauptausschuss vorbereitet. Elenas Förderantrag steht also im Wettbewerb mit anderen. Vor der Entscheidung prüft das Qualitäts- und Verfahrensmanagement der DFG, ob mit dem Antrag fair und korrekt umgegangen wurde. Ob Elenas Förderantrag bewilligt oder abgelehnt wird, entscheidet am Ende der Hauptausschuss. Die Mitglieder beschließen regelmäßig schriftlich oder in ihren Sitzungen, welche Anträge finanziert werden sollen und welche nicht. Nur die allerbesten der rund 13.000 jährlich eingehenden Anträge auf Einzelförderung bekommen schließlich grünes Licht. Ungefähr 1/3 wird bewilligt. Dann bekommt Dr. Elena Fuchs Post von der DFG. Auch alle Hinweise der Gutachtenden und des Fachkollegiums erhält sie als Rückmeldung. Nach etwa 6 Monaten weiß sie, ob ihr Antrag erfolgreich war.